Als die Rotlegion attackierte, verloren wir fast alles. Nur ein Wunder konnte uns retten. Das Erwachen des Reisenden. Dies ist unser Neuanfang. Die Karten sind leer. Es gibt keine Regeln mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass wir mehr werden müssen, als wir waren. Diese kleine Ecke im Kosmos ist der einzige Ort, der für immer unser ist. Und das Universum schaut mit gierigem Blick auf uns. Wir haben bewiesen, dass wir Gefahren von jenseits der Sterne besiegen. Doch nun regen sich Dinge unter unseren Füßen, die vom Licht des Reisenden provoziert werden. Unser Krieg hat erst begonnen. Und damit herzlich willkommen bei Destiny 2, der ersten Erweiterung Fluch von Osiris. Ich freue mich extrem darauf. Ich hoffe, ihr auch. Seltsame Felsen, Killerroboter, Leute in Todesgefahr. Echt mal, wirst du es nicht langsam leid? Müdigkeit lenkt vom Wesentlichen ab. Genau wie Beschwerden. Oh, ich hab noch gar nicht losgelegt. Autsch! Oh, jetzt bin ich grantig. Konzentrier dich, Sagira. Greif nach den Sternen, Großer. Fassil! Brauchst du Hilfe? Schon wieder? Geht schon, danke. Nun? Osiris? Was hast du gesehen? Warte mal. Warte. Ich dachte, ich... Oh Mist! Links von dir. 2 Uhr, mittlere Distanz. Gern geschehen. Weißt du, uns stehen alle Realitäten offen. Und doch suchst du dir immer die aus, in denen auf uns geschossen wird. Hier können wir nicht bleiben. Sollten die Vex erfolgreich sein, ist alles verloren. Sagira, er kann dein Licht sehen. Du musst weg. Nee, nicht ohne dich. Ohne mich gibt's kein Zurück. Wenn ich die Vex nicht aufhalte, spielt das sowieso keine Rolle. Ich mach das für uns beide. Mag es ja nicht. Osiris! Und damit nochmal herzlich willkommen bei Destiny 2, der ersten Erweiterung. Wir befinden uns auf dem Merkur und wer war dieser richtig coole Warlock eigentlich? Ah, ich bin so gespannt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe mich mal wieder selber nicht gespoilert mit Absicht. Ich möchte das doch alles selber erleben, ohne irgendwie voreingenommen zu sein, ohne schon vorher irgendwas zu wissen.
Hüter. Gut, dass du hier bist. Es gab ein Vorkommnis auf Merkur. Auffallende Berichte der Kultisten, die an diesem Planeten festhalten. Ich ignoriere Verschwörungstheorien eigentlich. Doch einer meiner Verborgenen brachte mir das. Ein toter Geist? Sie ist nicht tot. Ihr Name ist Sagira. Ich kenne sie schon sehr lange. Wie auch ihren Hüter. Osiris. Der Osiris? Der mächtigste Hüter aller Zeiten? Der Held der sechs Fronten? Der Zavala vor Zavala? Das würde Zavala sicher nur ungern hören. Die meisten Hüter scheuen Osiris Namen. Er war der einzige Vorhut-Commander, der aus der Stadt verbannt wurde. Und der Mann, der mir zeigte, was es bedeutet, ein Warlock zu sein. Wir fanden Sagira auf Merkur und gleichzeitig stieg die Vex-Aktivität dort exponentiell an. Du denkst, Osiris hat etwas damit zu tun? Ich muss wissen, was passiert ist. Auch wenn die Vorhut ihn vergessen will. Als ich mein Licht verlor, hatte ich nichts mehr. Ich war leer. Dann kamst du nach Io und halfst mir wieder auf die Beine. Ich brauche dich wieder, Hüter. Flieg zu Merkur. Nimm Sagira mit. Die Anhänger des Osiris, die noch übrig sind, wissen vielleicht, was das alles bedeutet. Und erstmal bleibt das unser Geheimnis. Ich werfe dich nur ungern von der Mauer. Das war ein Witz, oder? Ja, war ein Witz. Ja, wir Warlocks müssen doch zusammenhalten. Da führt doch gar kein Weg dran vorbei, also ganz ehrlich. Alles andere wäre doch unrealistisch. Auf nach Merkur. Ich freue mich. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was mich erwartet, aber ich denke, ich sollte mich freuen. Ah, endlich wieder Destiny spielen. Hier, wir seit, keine Ahnung, 2 Wochen nicht gespielt. Ich freue mich richtig. Weil endlich Forsaken da ist. Der Reisende hat Merkur in eine Gartenwelt verwandelt. Es war ein Paradies, bis die Vex eintrafen. Die Vex ersetzten den Kern des Planeten mit ihren Maschinen. Wir nennen sie den Immerforst. Ein sich beständig ausdehnendes Labyrinth aus Realitäten. Kein Pfad gleicht dem anderen. Und niemand ist jemals daraus entkommen. Osiris war davon besessen. Ich kann's verstehen, das ist bestimmt faszinierend. Die Zeichen verrieten mir, dass du kommen würdest. Welch Zufall! Auch wir sind den Zeichen hierhin gefolgt. Und mit Zeichen meine ich Fakten. Auch das ist ein Zeichen. Ich bin Bruder Vance, Anhänger des Osiris, Wächter des Leuchtturms und Orakel der verlorenen Prophezeiungen. Dann wollen wir Vance doch mal einen Besuch abstatten, mal schauen, was uns Vance so alles noch zu erzählen hat. Ah, es ist ein schönes Gefühl, hier zu sitzen und Destiny zu spielen. Ich freue mich einfach immer wieder. So. Neue Mission, der Eingang. Er ist ein Vex-Tor. Osiris hat es jahrelang studiert. Er war überzeugt, dass es der Eingang zum Immerforst ist. Wenn es noch möglich ist, Osiris zu finden, müssen wir diesen Eingang öffnen. Ikora Ray, Osiris Musterschülerin. Bruder Vance, Osiris größter Fan. Okay. Wir sollen den Eingang finden. Da hinten. Dann wollen wir doch mal uns auf den Weg machen. Ob wir hier dieses Teil... Nein, kann hier nicht gerufen werden. Schade. Ich wollte doch mein gutes Gefährt holen. Naja. Soll nicht unser Schaden sein. Schön sieht's hier aus. Ein bisschen sehr ägyptisch. Naja, bei dem Namen Fluch von Osiris, was erwartet man? Genau das wahrscheinlich. Ab durchs Portal. Wuhu!
schöne Stimmung hier. Ich meine, wir sind sehr nah an der Sonne. Es ist halt Merkur, ne? Ah, Merkur, Venus sind ja am nächsten dran. Das ist ziemlich heiß hier, glaube ich. Naja, der Reisende wird uns schon ein Plätzchen gemacht haben, an dem wir überleben können. Und deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Außer um die Gegner. Huch. Na, leider nicht erwischt. Ah, da kommen noch mehr Gegner. Weg mit euch, weg mit euch. Uhuhu. Der will doch Prügel von uns. Granatenprügel. Und daneben geworfen. Oh Mann. Das war richtig schlecht von mir. Egal. Weg mit dir. Gut, geht doch. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da hinten. Oh, ich gehe mal hier rein. Wuhu! Yeah, sehr cool. Ich mag das. So. Und gleich in den nächsten, weil es so schön war. Wuhu! Ich finde das so gut gemacht. So. Erstmal den Weg freiräumen hier. Ist immer wieder schön. Aua, nicht da reinlaufen. Oh, 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 von da kommen auch noch welche. Tschüss. Das sind aber schon wieder viele Gegner hier. Was soll denn das? Ich will doch nur in Ruhe hier diesen Ort erforschen. Scheiße, du. Oh Gott. Ja, ja, wie gesagt, ich habe lange nicht gespielt. Ich muss erstmal wieder üben. So. Geht doch. Hier mal durch den Felsspalt. Ui. Aua. Immun, ja, nee, ist klar. Ach ja, wo muss ich hin? Da hinten. Natürlich da hinten. Was denn auch sonst? Wir laufen einfach mal quer durch. Wuhu! Das ist ja geil. Oh, das sieht voll cool aus. Wenn auch ein bisschen gruselig. Ui! Das Tor zum Immerforst. Niemand ist bisher von dort wiedergekommen. Nicht einmal Osiris. Wie komme ich da jetzt hin? Einfach laufen? Ich weiß auch nicht. Ah, oh, so viele Gegner hier. Da hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Ah, Taktik, genau mein Ding. Was? Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Hehehe. So. Ich mag die Granate. Weg. Ich muss hier dringend durch. Ich habe keine Zeit für Erklärung. So, ein bisschen Kamikaze schadet nicht, ne? Ich muss ja nicht alles erschießen, was mir hier vor die Flinte läuft. Ich kann ja auch mal jemanden überleben lassen. Oh shit. Okay. Ein paar muss ich trotzdem aus dem Weg räumen. Oh, schön, eine Hydra. Ah, weg, weg, weg. Uhuhu. Stärker als ich dachte. Ich sollte vielleicht mal hier in Deckung gehen. Uhuhu. Geht doch.
Ja, natürlich wollen wir los. Ab in den Eingang. Wir kommen nicht durch. Wenn Osiris Geist wach wäre, könnte sie vielleicht helfen. Osiris, bewahre! Ihr habt seinen Geist? Bitte, bitte, bringt sie zu mir. Was geht ab? Warum? Ich will das nicht. Alter. Geht's noch mit mehr Gegnern oder was? Hilfe. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Von da komme ich doch. Wer kommt denn auf die Idee, mich erst hier hinzuschicken, damit ich zurücklaufe? Mann. Naja, die Mission wäre ja auch sonst viel zu einfach. Dazu fällt mir halt ein, dass ich hätte hier alles aus dem Weg räumen können. Nee, die kenne ich auch noch nicht. Die sind neu. Aber auch die sind kein Problem. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass hier gleich noch irgendwas Dickes auftauchen wird. Das wäre ja sonst lächerlich. Au, oh Gott. Das war knapp. Wo? Da! Wo sind die denn überall? Was wollt ihr denn von mir? Oh Gott. Weg, weg, weg. Du auch. Oh Gott, so viele auf einmal. Tschüss. Ich habe Sachen zu erledigen. Bitte gehen Sie woanders scheiße sein. Danke. Du auch. Tschüss. Ich will das nicht. Ich werde gezwungen. Ich sag doch, da kommt noch was Dickes. Oh mein Gott. Aber ich habe eine Idee. Zack. Na. Erstmal alles ein bisschen frei machen hier. Okay. Ach, oh, das haben wir geschafft. Hui. Da, schalte das Modul aus. Hab ich. Aus verschiedenen Zeitachsen kommen auf Merkur zusammen. Das ist gar nicht gut. Ja, wollen wir mal gucken. Ist hier Bruder Vance? Sieht so aus. Danke euch. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn Osiris euch nicht geschickt hätte. Als Dank können die Anhänger von Osiris euch helfen, seinen Geist wiederzubeleben. Wir haben einen versteckten Tempel auf der Erde. Bringt Sagira zu diesen Koordinaten. Ich gebe den Anhängern Bescheid, dass ihr kommt. Und nun, da der Leuchtturm sicher ist, können wir uns auf Osiris Rückkehr vorbereiten. All die verlorenen Prophezeiungen werden wahr. Ich werde endlich Osiris treffen. Ja, ich hoffe, dass wir Osiris auch treffen werden und dass Osiris nicht irgendwie plötzlich völlig durchgeknallt ist und gegen uns kämpft, aber wer weiß. Was kommt jetzt? Ach so. Ach, wir haben die Landezone freigeschaltet. Ich dachte schon, es kommt jetzt noch irgendwie eine krasse Sequenz oder so. Aber wohl nicht.
Na gut, das wäre dann schon mal geschafft. Wir haben den Merkur als Landezone freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt kann's losgehen.